Willkommen zum Weeb Talk Nummer 3. In diesem feinen Podcast möchte ich über Reviews sprechen. Ganz im Allgemeinen und auch im Speziellen. Was macht für mich eine gute Review aus? Ganz gleich, ob zu Serien, Videospielen oder Filmen. Holt euch also ein Heiß- oder Kaltgetränk eurer Wahl und nehmt neben der Weeb Talk Waifu Platz. Es wird Zeit, wieder meine Gedanken schweifen zu lassen. Jeder von uns würde wohl liebend gerne den ganzen Tag vor dem heimischen Bildschirm gammeln und sich eine epochale Serie nach der nächsten reinziehen. Doch Real Life kickt oft gerne rein und dein Körper braucht auch Schlaf. Was also tun? Allein in dieser Herbstseason sind 59 Anime-Neustarts und Fortsetzungen gelistet. Kurzanimes, Leftovers, Filme und Network-Titel nicht mal inbegriffen. Und zu jedem Quartal schwappt via Premium- und Demand-Services bestens untertitelt weitere japanische Bewegtbildkunst in die deutschen Haushalte. Da muss man anscheinend Prioritäten setzen. Prioritäten setzen heißt, eben nicht alles anzuschauen, was geht, sondern die wenigen Serien zu genießen, für die du halt deine Zeit findest. Wer schon lange im Game ist, kann auf seine Experience zurückgreifen. Ein kleiner Blick in die Inhaltsbeschreibung reicht für den erfahrenen Otaku meist aus, um sich einen Ersteindruck zu verschaffen. Studio Trigger? Wild. Kyoto Anime? Wunderschön. Ein Titel von Wit Studio? Nice. Soundtracks von Hiroyuki Sawano? Zeig her die Kunst. Doch oft ist es so, dass man sich den Rat einer Person einholt, die eine bestimmte Serie bereits gesehen hat und deren Meinung man sich vorher zu Gemüte führt, um nach reichlicher Überlegung und einer Tasse Tee für sich selbst zu entscheiden, ob man die Zeit aufopfern möchte, um in die faszinierenden Tiefen eben jener rezipierten Serie einzutauchen oder doch Abstand zu nehmen, weil das, worin man eintauchen würde, dann für die Toilette wäre. Ja, heute, meine Freunde, geht es um das Thema Reviews. Was sind Reviews? Kurzum, die subjektive Wahrnehmung des Rezipienten zur besprochenen Serie. Subjektiv, weil natürlich jeder Rezipient eigene Vorlieben und Abneigungen hat. Ja, Moment, ich behaupte gerade, dass Rezensionen, Reviews, generell subjektiv sind. Lohnt es sich dann überhaupt noch eine zu lesen? Meine Antwort, ja. Zumindest, wenn die Reviews gut geschrieben sind. Also, meine Ausgangsfrage, was macht eine gute Review aus? Dazu gibt es drei Punkte. Punkt Nummer 1, die Kriterien. Reviews kann man auch Kritik und den Rezipienten Kritiker nennen. Rein sachlich ist der Begriff wertneutral, denn es geht ja auch um die Kriterien. Bei Anime-Serien können diese zum Beispiel Animationsstil, Zeichenstil, Handlung, Setting, Character Development, Musik, Soundtrack und eventuell die Synchronisation sein. Zudem muss sich die Serie mit ähnlichen Titeln seines Genres messen und bei Fortsetzungen wird Bezug zum Vorgänger genommen. An diesen Kriterien wirst du sie messen, heißt es doch. Schlüsselt der Rezipient in seiner persönlichen Meinung, die er in Form einer Review wiedergibt, auf, wie er zu seinem Fazit gekommen ist, dann ist es kein Problem mehr für den Leser nachzuvollziehen, wie er auf das entsprechende Urteil gekommen ist. So können tatsächlich auch Kritiken sehr gut und lesenswert sein, die eine bestimmte Serie schlecht schreiben, obwohl du persönlich Fan eben jener Serie bist, die gerade schlecht geschrieben wurde. Jedem seine Meinung, Meinungsfreiheit. Es kann ja sein, dass der Rezipient mehr Fokus auf Character Development legt, während dir die Musik und die flüssige Animation viel wichtiger ist. Somit sind die einzelnen Punkte auch nicht bei jeder Person gleichgewichtet. Noch ein weiterer Punkt ist für eine gute Review wichtig. Punkt Nummer 2. Die Erwartungshaltung. Erwartest du eine Comedy-Serie, ist deine Erwartungshaltung komplett erfüllt, wenn du nach dem Abspann bemerkst, wie krass Bauchschmerzen du hast, weil dein Lachgetriebe hochtourig am Arbeiten war, während du dir genüsslich die Bewegbildkunst aus Japan auf deine Netzhaut hast brennen lassen. Dann ist alles top.
Wenn du allerdings Kopfschmerzen bekommst, weil du bei jedem schlechten Gag deinen Kopf hin und her schüttelst und du dir denkst, was zur Hölle war das bitte? Dann fiel der Titel bei dir wohl hinten durch. Hättest du von vornherein einen trashigen Humor erwartet, wäre der Titel vielleicht sogar annehmbar gewesen. Oder du hättest ihn erst auch gar nicht angeguckt. Die Erwartungshaltung an eine Serie muss klar in der Review kommuniziert werden. Ein Beispiel. Das Lager der Otakus spaltete sich damals 2017 bei der Live-Action-Verfilmung von Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Ich, als eingefleischter Fan des Franchises, fand den Film spitze. Andere fanden ihn mit Bezug auf das Anime-Meisterwerk von 1995 grottenschlecht. Stimmt, an die Genialität des alten Schinken kommt der 2017er Ghost in the Shell nicht ran. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte nur einen guten Sci-Fi-Action-Titel mit geilen Visuals im Kino sehen. Das wurde erfüllt. Dazu Anspielungen mit Szenen, die fast 1:1 dem Anime entsprechen. Cool. Dass es nicht die philosophische Tiefe wie der 1995er Anime zu bieten hat, war mir von vornherein klar. Und deshalb meinerseits die doch positive Bewertung für diesen Film. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 3. Kreatives Schreiben. Interessant und witzig geschrieben muss die Review sein. Schafft es der Rezipient jetzt, seine Kriterien und Gewichtungen nachvollziehbar aufzuschlüsseln, seine persönlichen Vorlieben zu nennen und seine Erwartungshaltung im Vorfeld zu kommunizieren, bleibt ihm eben noch diese eine Sache zu tun. Tja, statt stumpf und stupide nacheinander die Punkte abzuarbeiten, kann er jetzt anfangen, diese Punkte kreativ in seinen Text einzubauen. Beispiel gefällig? Auf anysearch.de existiert eine Review zum Anime Promare, ein Spielfilm, bei der es grob um die Arbeit der Feuerwehr geht. Es hat übrigens nichts mit dem Anime Fire Force zu tun. Es sind zwei unterschiedliche Universen. Ja, da das Thema Feuer bei Feuerwehr brandheiß im Kurs steht, schauen wir mal, was der User SlaughterTrip dazu schreibt. Hier ein Auszug. Zitat: Feuerfrei zur Rezension. Es gab einen triftigen Grund, warum ich mir diesen Film angesehen habe. Studio Trigger. Jenes Studio, von dem ich das Gefühl habe, dass dort die witzigsten und lässigsten Typen der Anime-Branche hocken. Jenes Studio, das mich glauben lässt, dass bei jeder Produktion mehrere verschiedene Farbeimer über die Zeichnungen ausgeschüttet werden. Jenes Studio, das in seinem Katalog so einige heiße Eisen im Feuer aufzuweisen hat. Und wie ich darauf gebrannt habe, mir diesen Film anzusehen. Wie erwartet ist auch Promare eine kunterbunte Ansammlung an Spaß, Action und Mechas. Und wie erhofft, hat mir diese Ansammlung mehr als nur getaugt. Ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass die nächste Trigger-Produktion ebenfalls ein Burner sein wird. Zitat Ende. Ihr merkt, der Typ war Feuer und Flamme, als er die Review schrieb. Wohl überlegte Worte. Nichts davon mit heißer Nadel gestrickt. Und das, obwohl es in dem Film heiß hergeht. Ja, ihr merkt, passend zum Film viele feurige Anspielungen. Ich übrigens erfülle somit gar nicht mal meinen eigenen Standards, was Reviews angeht. Deshalb nenne ich meine Videos auch Anime-Themen-Podcast. Denn mein Stil ist es, euch im ersten Abschnitt meiner Videos die Story aus Folge 1 aus Sicht der Protagonisten zu beschreiben und anschließend auf ausgewählte Aspekte der Serie einzugehen. Dabei zeige ich Screenshots und lasse meist den Original-Soundtrack der Serie im Hintergrund spielen. Zumindest wenn YouTube es zulässt. Beispiele hierfür wären die Podcasts zu Summertime Render, Death Parade oder Violet Evergarden. Eine Person, die in Videoformat solide sein Handwerk versteht, ist Manime. Schaut doch gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Weeb Talk hier auf Otaku Explorer.